Ich habe gar keine Vorstellung, lass mich einfach überraschen. Und bei Ihnen, gibt es was bei Ihnen, worauf Sie sich besonders freuen? Auch dasselbe, weil ich kenne das Stück noch nicht. Und von daher lasse ich mich wirklich auch überraschen. Was raus ist jetzt schön unterhalten, auf einen unterhaltsamen Abend. Worauf freuen Sie sich heute Abend besonders? Ich lasse jetzt einfach auf mich zukommen. Ich habe gar nicht die Zeit gehabt, mich überhaupt vorzubereiten. Ich schaue einfach mal, was kommt. Programme! Sie kennen sich offensichtlich mit dem Programm ganz gut aus, oder? Ja, ja, sicher. Ich spiele ja mit. Können Sie mal für alle diejenigen, die das Stück noch nicht gesehen haben und die auch heute nicht in der Aufführung sind, um was geht's in dem Stück genau? Um das Leben und Sterben des reichen Mannes. Und der reiche Mann ist als exemplarisches Beispiel genommen, wie ein König oder sowas. Aber eigentlich ist es ein Stück, das uns alle betrifft und das uns nachdenklich machen sollte, weil wir oft so gedankenlos sind anderen Menschen gegenüber. Und darum geht es eigentlich. Der tut gar nicht so furchtbar viel böse Sachen, aber er ist gedankenlos. Die Geschichte ist eigentlich ziemlich simpel. Jedermann, gespielt vom herrlich schmierigen und feisten Holger Schwiers, ist reich. Sehr reich. Er macht sich nicht viel aus anderen, er feiert gerne Partys und sein Seelenheil ist ihm herzlich egal. Da kommt plötzlich der Tod, um ihn zu holen. Jedermann soll vor dem göttlichen Gericht Zeugnis ablegen. Und jetzt kriegt er aber mal richtig Schiss, denn hat er doch in seinem Leben so gut wie nichts Gutes getan. Er will, dass ihm jemand vor Gericht beisteht. Aber keiner seiner tollen, halbherzigen Freunde will ihn in den Himmel begleiten. Selbst Jedermanns geliebtes Geld, der Mammon, wendet sich von ihm ab. Erst als Jedermann den Glauben wiederfindet, traut er sich, allein vor Gott zu treten. Mit Erfolg. Jedermann kommt am Schluss doch in den Himmel und der Teufel guckt in die Röhre. Wie hat Ihnen heute dieses Stück gefallen? Sehr gut. Also ich fand, es war ein super Schauspieler und es ist natürlich ein Stück, wo man drüber nachdenken kann. Man geht den so mal in sich und denkt, oho, ja, so ein Lotterleben führt man halt doch manchmal auch. Und mit dem Glaube ist manchmal auch nicht so ganz weit her. Da denkt man schon, ja, wenn es jetzt wirklich so wäre und der steht auf einmal hinter uns, ob man auch so auf einmal in sich geht. In so einem Theater weiß man immer nicht, dass es auf Tournee ist. Aber Ellen Schwier sagt ja schon was. Ausgezeichnet, schauspielerisch insbesondere. Wenn man älter ist, hat man mit dem Mithören ein bisschen Probleme.